Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir eine Cast Challenge. Was war das? Hilfe. Ich mache dieses Video schon wieder auf den letzten Drücker. Eigentlich wollte ich die Baby-Challenge hochladen, aber um mir ein bisschen Stress zu ersparen, werde ich hier Chillomillo ein bisschen Cast Challenge machen. Ich habe hier den Hashtag MuliSims angegeben und habe das hier gefunden. Und apropos der Hashtag MuliSims, ihr könnt Sachen hier drin, also darunter posten und dann kann ich die in meinen Let's Plays benutzen. Ihr könnt auch Custom Content benutzen, weil ich habe jetzt ziemlich viel installiert und so. Und selbst wenn ich irgendwelche Teile nicht habe, kann ich ja dem Ganzen das so ein Makeover geben, dass es halt wieder passt. Und sonst, oft ist es ja auch einfach nicht so schlimm, wenn ich das nicht habe oder so. Deswegen, könnt ihr das gerne hier posten. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt Ugly Sims machen, ihr könnt schöne Sims machen, ihr könnt Grundstücke posten. Je nachdem, was ihr irgendwie wollt und so. Und ja, heute machen wir die Breed Out the Weird Challenge. Und ich würde dann diesen Sim hier nehmen. Aber ich muss erstmal den Creator Sim genau gehen, weil ich bin auch gar nicht. Upsi! Dann platziere ich sie natürlich. So, ersetzen, zack. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt, aber es sieht schon mal sehr interessant aus, wenn ich nur das hier ansehe. Und sie heißt Verena Orange. Orange. Was auch immer. Und, mein Akku ist fast leer. Oh, vielleicht sollte ich das zuerst ändern. Moment, ich bin sofort wieder da. Gut, dass ich mir neue Akkus gekauft habe. Also, wir werden erstmal das Girl hier ausziehen. Wir werden nur 5 Generationen machen. Und ich weiß gar nicht, ob das möglich sein wird, weil ich weiß gar nicht, wie sie aussieht. Und wir schauen nach. Und es... Ja. Kann man bestimmt irgendwie retten, I guess. Okay, also, ich sag dazu jetzt nichts weiter. Wir werden irgendwelche Sims aus meinen Challenges oder so nehmen. Mal gucken, wen haben wir denn hier so? Irgendwie mache ich nicht mehr so viele Cast-Challenges, kommt mir so vor. Let me take this girl. Weil sie ist süß, die Katze brauchen wir dann nicht, obwohl die Katze auch sehr, sehr süß ist. Aber... ich denke, mit ihr kann man schon was Cooles machen, weil sie sieht ziemlich cute aus. Und da bin ich auf jeden Fall bereit für. Und jetzt können die zusammen ein Kind haben. Mal gucken, ob das was wird. So, wir nehmen das. Wir machen natürlich ein Girly Girl, weil wir machen immer ein Girly Girl. Und wir schauen, wie das aussieht. Und also ihre Figur ist auf jeden Fall schon sehr viel normaler. Also die Augen und der Mund und die Nase sind jetzt noch nicht das, was ich mir so unbedingt wünschen würde. Aber das ist das schon mal richtig gut und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert also innerhalb von 5 Generationen, dass wir das hinkriegen. Wie heißt denn sie? Sie heißt Ayana. Ayana. Wir müssen sie einmal zur jungen Erwachsenen machen, weil sonst können wir keine Kinder zeugen. So, dann kommt sie aber wieder weg. Bye, Girl. Und dann schauen wir mal, wen wir als nächstes nehmen. Ich habe hier 2 Queens erstellt gehabt letztens und die beiden sind Sister. Also die sind halt Schwestern so. Und dann würde ich halt erstmal sie nehmen und dann würde ich vielleicht einfach ihre Schwester auch nehmen. Okay, dann ja, versuchen wir ein Genetikexperiment zu machen mit ihr hier und schauen, ob das schon mal was wird. Und, das sieht doch schon ziemlich gut aus. Also mir gefällt die Nase jetzt noch nicht so gut, aber das ist doch schon richtig süß, oder? Generation 3 ist das jetzt. Sie heißt Catalina. Okay, Girl. Und du musst erstmal erwachsen werden. Und dann versuchen wir, ein Experiment mit der Schwester von dem Girl von eben zu erstellen. Natürlich ein Mädchen und natürlich erwachsen. Oh mein Gott, die Stimme. Was ist mit ihr? Okay, wir nehmen mal kurz das hier weg. Und sis, wow. She's cute.
Wow. Wie können sie eine Queen erstellen? Oh, ich bin so bereit dafür. Sie heißt Kiki. Oh, Kiki ist voll der süße Name. Girl. Muss ich noch ein Sim raussuchen und dann ist das Ergebnis da. Wir könnten ja Elaine nehmen. I mean, Elaine haben wir schon lange auf diesem Kanal nicht mehr gesehen. Und die süße Maus ist ja schon hübsch. Vielleicht können wir da ja noch ein bisschen was mitmachen. Oh, irgendwann müssen wir Elaine nochmal auf den Kanal holen, weil ich vermisse sie richtig. Sie ist so süß gewesen. Ah. An die Uni war schon cute, ne? Okay, dann versuchen wir mal mit Kiki ein Kind zu machen. Ein Genetikexperiment. Und dann müssen wir gucken, ob das hier etwas Schönes ergeben kann. Aber ich denke schon. Weil Kiki und Elaine sind beides Cuties. Und da kann man sich schon mal gönnen. So, dann lass uns mal schauen. Wir machen sie natürlich direkt schon mal als junge Erwachsene. Und Kayla, aber ich würde das vielleicht mit einem A schreiben, weil das. Also ich finde, mit A sieht das einfach schöner aus. Kayla. Und sie ist echt cute. I love it. Oh mein Gott. Ich bin ready dafür. Oh mein Gott. Auch wenn ich das hier alles runternehme. Richtig süß. Oh, girl. Ich würde ihnen, glaube ich, noch andere Augenbrauen geben, weil ich meine, die kann man ja schon ein bisschen zupfen oder so. Die sind schon dick. Und keine Ahnung, ich glaube halt. Also ich persönlich, es kann schön aussehen, aber ich finde, ihr steht das jetzt nicht so. Nehmen wir einfach die hier. Das finde ich jetzt realistisch, wenn das so gezupft ist. Dann ziehe ich sie erstmal aus. Also sie ist zwar schon krass dünn so, aber dann ist es halt einfach so, ne? Manche sind halt einfach so. Was soll ich tun? Sie hat ja Sommersprossen, deswegen würde ich ihr auch nochmal Sommersprossen geben. Yes! Yes! Perfekt. Natürlich Lashes geben und die Eyelashes wegmachen und... Ja, das Girl hat auf jeden Fall krass Potenzial. Oh mein Gott, Cutie. Süß. Aber manche Frisuren stehen ihr tatsächlich nicht so gut. Also sie ist keiner, der alles tragen kann. Weil zum Beispiel das hier, finde ich, sieht nicht so schön an ihr aus, oder? Also vielleicht bin auch nur ich das, aber... Also irgendwie finde ich nicht, dass das so krass zu ihr passt. Also manche Frisuren, dann denke ich mir so, irgendwie ist das... Also das ist auch irgendwie nicht so sie, finde ich jetzt. Und das wiederum finde ich dann richtig süß. Also ich würde ja auch schwarze Haare geben, weil die meisten von ihren Vorgängern hatten jetzt ja schwarze Haare und dann wäre das realistisch, dass sie auch schwarze Haare bekommt. Ich schaue die ganze Zeit durch und irgendwie habe ich noch nicht so das gefunden, wo ich sage so, das ist es. Irgendwie, also es sieht alles irgendwie, also vieles sieht einfach süß aus, aber ich denke mir noch nicht so, hier, ne, also das ist so richtig so knallt, das suche ich nämlich. Ganz ehrlich, das finde ich bisher am besten und ich habe auch keine Lust weiter zu suchen, weil ich finde, das ist richtig, richtig süß. Und ich finde, das schmeichelt ihrem Gesicht auch irgendwie total. Und oh, I love it. Ich nehme das. Es ist halt die Frage, was gibt man ihr für einen Style, ne? Also ich habe halt viele verschiedene Styles so hier so runtergeladen und I don't know. Was könnte man ihr so geben? Also... Ich könnte mir halt irgendwie auch alles an ihr vorstellen, you know? Das ist vielleicht ein bisschen gewagt. Ich weiß ja nicht. Ich würde da auch nicht so gerne aus ihr so eine Basic Bitch machen, so, weil ich könnte ihr natürlich jetzt auch einfach ein T-Shirt und eine Hose geben, aber irgendwie ist das halt langweilig. Also halt so ein schlichtes Ding, you know? Ich würde halt schon gerne irgendwas haben, was halt so ein bisschen interessanter ist einfach. Das ist cool. Gibt es noch mit mehr Mustern irgendwie? Das finde ich ziemlich cool, to be honest. Ich würde, glaube ich, das hier so in Rot nehmen. Oh mein Gott, Hilfe! Nein! Und dann weiß ich zwar nicht, was man da so sonst so anzieht, aber mal schauen, was sich so finden lässt. Feier die Hose ja schon krass, ne? Also, keine Ahnung, aber sie ist einfach irgendwie richtig cool. Aber es ist halt auch sehr, sehr Standard, ne? Deswegen muss ich mal gucken, ob ich irgendwas habe, was... so noch cooler dazu ist irgendwie. Die ist auch richtig süß. Wie geil ist das denn? Also, ich finde, das passt irgendwie gut dazu. Also ich meine halt, dieses Feuer hier hinten ist nicht unbedingt das, aber hier vorne ist das voll cool. Diese Schmetterlinge finde ich aber auch süß. Also die sind halt mehr orange, ne? Und das ist halt eher rot. Deswegen, das ist halt das Einzige, wo ich mir denke, so, das ist jetzt irgendwie nicht unbedingt das. Okay, warte. Oder will ich? Ich will die aber, glaube ich. I need them. Und dann so Blümchen.
Mal gucken, was gibt es hier denn noch so für Farbvarianten? Weil sonst könnte man ja auch einfach eine schlichtere Variante nehmen, damit man hier halt so mehr Muster reinklatschen kann, you know? Vielleicht nehme ich auch einfach so ein Orange, damit das dann zu den Dingern passt. Zu den Schmetterlingen. Oh, das ist auch süß. Oh, cutie. OMG, Queen, warte, mit den ganz hohen. Queen, wow. Ich finde das richtig geil. Und dann ist noch ein bisschen Make-up und so. Und vielleicht noch ein, also warte, vielleicht noch Piercings, also beziehungsweise halt Ohrringe. Das wäre cool, glaube ich, weil ich meine, sie hat ja hier... Ich habe jetzt nicht so oft Sims, wo man halt gut die Ohren sieht, dass man das, dass es dann schön aussieht, wenn man hier Dinger, wie heißt das? wo man die Ohrringe gut sehen kann. Mein Hirn ist einfach richtig so, wie heißt das? Die Avocados, die habe ich neu runtergeladen. Ich liebe die. Die kann ich doch jetzt nicht dazu machen, oder? Oder ist sie einfach ein bisschen wild? Nee, ich glaub nicht, dass ich das bei ihr nutzen kann. Aber so grundsätzlich habe ich richtig Bock, die mal zu benutzen. Die sind so süß. Ich fände so Blümchen-Ohrringe richtig süß, weil das halt voll zum Look passt. Weil hier sind ja auch so Blümchen drauf und die Schmetterlinge und so. Also fände ich irgendwie cute, wenn man das halt macht. Okay, dann komme ich jetzt zum Make-up. Queen! Ich lieb's! Mit dem Eyeliner ist halt noch so ein bisschen so orange, so. Oh, geil. Ich lieb's, ehrlich, ey. Das ist einfach mal der coolste Look, den ich seit langem gemacht habe. Und Kayla Roberts, Alter, girl. Ich sage immer nur deswegen, wenn du goddamn Queen ist. Oh mein Gott. Ich hoffe, er liebt sie auch so wie ich, ey. Oh, ich lieb's so sehr. Ihr müsst mir unbedingt sagen, ob sie euch auch gefällt und... Ja! Das hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Hoppla. Aber, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, nächste Woche wird es dann sehr wahrscheinlich die Baby-Challenge geben. Ich gebe mir Mühe, dass das dann auf jeden Fall kommt und so. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!